so schöne Sachen und der Prophet im eigenen Land gilt eben oder galt bislang eben nichts. Und da müssen wir jetzt, wo wir auch mal ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen älter werden, die Dinge auch ein bisschen mit Abstand sehen, das Gleiche machen, was früher die Alten gemacht haben, die wir so spießig fanden und eben das Gute ein bisschen unter das Volk bringen. Ja, also da ist so viel Liebe im Detail, also deshalb habe ich auch gesagt, komm hier hin, ich bin gerne bereit, hier die Galerie hinzustellen, und, weil da ist so viel Wertigkeit drin, das ist Kunst. Das ist genial, das Foto, das ist schön. Ja. In welchem Maß sind da acht? Ja. Dann sag mal bitte, wenn das... Ja? Kann schon noch kommen. Dass ich da auftauche, weiß ich auch nicht. Aber der ist auch nicht so wichtig. Freunde mit dem Bild und mit den Bildern. Und Dankeschön, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich wollte ja am Anfang wirklich nur diesen ganzen Motzköpfen auf Facebook einfach mal zeigen, wie schön ihre Stadt wirklich ist. Mir geht es ja immer um Driss, wenn du Facebook aufmachst, ja, und dann gibt es immer Leute, Scheiße, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke. Und da habe ich denen eigentlich nur einen Spiegel vorgehalten, habe mich amüsiert, dass ich denen das Wasser im Prinzip oder den Wind aus den Segeln genommen habe. Und jetzt ganz ehrlich, dass es jetzt einmal so eine Begeisterung und Faszination auslöst, das war ja nie gedacht und nie geplant und hätte ich mir nicht auch vorgestellt. Aber ich finde es gut, weil am Ende, ich sag mal, alle davon profitieren. Also ich sag mal, sei es jetzt der Balkhauser Kotten, sei es, ich sag mal, jetzt hier die Künstler. Ich wäre ja nicht heute hier bei den Künstlern, wenn eben, ich sag mal, das Buch nicht da wäre. Und ich glaube, so können wir alle auch wieder so ein bisschen, ich sag mal, Selbstbewusstsein tanken und sagen, die Autobahnanbindung ist schlecht in Solingen, das wird auch immer so bleiben, das wird auch nichts mehr, aber da finden wir uns jetzt einfach mal mit ab und konzentrieren uns auf das, was eben schön ist. Und das habe ich eben auch im Vorwort reingeschrieben, dass eben im Grunde aus der Luft betrachtet die kleinen Probleme eben vor allem eins sind, klein. Und die schönen Dinge in Solingen vor allem eins sind groß. Und das ist wirklich, wenn du es aus der Luft siehst, guckst dir im Buch an, Solingen ist wirklich wunderschön. Ein bisschen leiser sein, schön. Oh ja, das ist mein Vater, komm mal rüber. Das war doch das letzte Wort. So. Also, wir sind die Gebrüder Kreuz, nee, Blattschuss, oder wie hieß die? Oder Kreuzberger Nächte. Da hab ich Karl Dall. Komm mal her. Hier haben wir den dritten Kopf. Ja, oh, komm. Ja. Dann haben wir, Flying Art. Flying Painters. Yes. Ja. Das ist was unser... das für ein Gefühl, das auch zu zeichnen? Herrlich. Ja, es ging. Also mir wurde es ein bisschen übel. Ist ein schlechter Flieger. Der ist ein hervorragender Flieger. Der hat das super toll gemacht. Das Schönste war, wie er uns immer gesagt hat, ich leg euch die jüngste Brücke rechts. Auf rechts. Dann wusstest du, auf rechts. Ja, da wusstest du eben halt, es geht jetzt erstmal schön stark in die Linkskurve rein und dann fast senkrecht. Ja, also man muss ja so sagen, jedes Flugzeug hat ja einen Verbandskasten an Bord und beim Peter ist er dann leer geworden. Ja, wir mussten dann ihn nachverbinden und nee, aber hat gut geklappt. Die Jungs haben gut gemalt. Hat es vor allem super organisiert. Da muss man einfach mal ein großes Lob an ihn aussprechen. Also die Idee ist ja von ihm entstanden. Ne? Hat schon, ich sag mal, Qualifikation zum Co-Piloten. Ne? Ja, oder Saftschubs. Aber ja, wir machen das Projekt weiter. Also er wird jetzt mit einem anderen Künstler noch fliegen. Ja. Und wir werden da eine tolle Ausstellung, ich denke mal Februar machen, mit 3, 4, 5 Künstlern. Und es gibt schon ein, zwei Hammerwerke von Peter. Ja, das stimmt. Die zeigen wir aber nicht. Die zeigen wir nicht. Haben wir beschlossen, die zeigen wir nicht. Das wird der Knaller. Das ist so. Ne? Überraschung. Ja, da brauchen wir nur irgendwie QR-Code eingeben mit dem Handy. Zack, lädt er hoch. Dann ist man genau auf der Seite mit den Geschichten, die gerade aus dieser Gegend sind. Also das ist wirklich witzig. Man kann da noch selber schreiben, oh, da hinten links habe ich gewohnt oder da habe ich meine Jugend verloren. Oder was auch immer. Ja.